Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Tierschutz in München. Es gibt einen Grund zu feiern. Herr Perlinger, nächsten Monat am 23.07., da ist ein ganz besonderer Tag für das Tierheim. Was ist da los? Ja gut, wir feiern unsere 180-Jahr-Feier. Und das ist schon bemerkenswert, dass der Münchner Tierschutzverein mittlerweile 180 Jahre alt ist. Was ist denn in diesen ganzen 180 Jahren passiert? Was hat sich da verändert? Ja, das ist natürlich eine Geschichte, wo die Zeit im Fernsehen nicht reichen würde. Aber klar ist, dass am Anfang war ja noch kein Tierheim da. Das erste Tierasyl ist es damals, kam ja dann 1920 rum. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts ging es im Wesentlichen um die, ich sage Anführungszeichen, Nutztiere wie Pferde, die die Karren gezogen haben, oder Hunde, die auch hier für den Menschen als Nutztiere gegolten haben. Und hier war immer das Problem, dass bei extremen Witterungsbedingungen, wie im Winter, wenn es sehr kalt oder geschneit hat, oder im Sommer, wenn es sehr heiß war, dass die Betreuer der Tiere da nicht große Rücksicht drauf genommen haben. Und dann, ich sage jetzt einmal, im 20. Jahrhundert begann dann die Tierschutzarbeit des Münchner Tierschutzvereins. 1922 kam das erste Tierasyl in Karlsfeld. Und Mitte der 50er Jahre dann hier auf den Standort in der Riemerstraße 270, wo wir heute täglich 1000 Tiere betreuen. Was also früher, ich sage es mal, eher die Ausnahme war. Hier wurde eingegriffen vor Ort. Da sind die Tierschützer vor Ort rausgefahren und haben versucht, wenn bei den Tieren was nicht gepasst hat, hier zu korrigieren. Und heute haben wir einfach auch ein großes Tierheim, wo wir viele Tiere vorübergehend bei uns aufbewahren können. Was wird denn an diesem Tag noch gefeiert? Also das eine sind natürlich 180 Jahre Tierheim, aber da wurde von Ihnen noch ein zweites Thema dazugenommen. Ja, wir werden nachher ja darüber noch was hören. Das heißt also 180 Jahre Tierheim und der Hundelistentag. Also wir versuchen jetzt in nächster Zeit immer jedes Jahr ein Fest oder eine Veranstaltung zu kreieren, in denen auf die Listenhunde hingewiesen wird, weil da ja in Bayern einiges im Argen liegt bei der Beurteilung der Listenhunde. Klaus, bei dem diesjährigen Sommerfest geht es auch um eure Listenhunde. Ich könnte mir vorstellen, viele wissen gar nicht, was Listenhunde sind. Kannst du uns das mal erklären? Also wie es der Name eigentlich schon sagt, sind Listenhunde Hunde, die auf irgendeiner Liste sind und in irgendwelche Verordnungen stehen. In Bayern ist es einfach so, dass wir zwei Kategorien von Listenhunden haben. Eine sogenannte Kategorie 1, das sind 5 Hunderassen, die einfach in Bayern verboten sind. Und 14 Hunderassen, die man als vermutete gesteigerte Aggressivität bezeichnet und durch einen Wesenstest dann eine Genehmigung erhält. Diese Hunde darf man ja dann gar nicht halten. Gibt es da überhaupt eine Vermittlung? Also bei der Kategorie 1 ist es in Bayern in der Tat so, man darf sie eigentlich nicht halten. Und es gibt in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen, aber das kann man wirklich verschwindend benennen, gibt es Genehmigungen, aber ansonsten darf man sie in Bayern nicht halten. Und jetzt am Sommerfest ist eben das Thema Listenhunde. Was wollt ihr denn da erreichen? Also genau dieses Thema ist, wie jetzt schon in den letzten Jahren, was wir auch schon gemacht haben, jetzt haben wir durch Corona leider Pause machen müssen, jetzt haben wir unser erstes Listenhundefest wieder im Zeichen dieser Hunde. Und hier wollen wir einfach mal darstellen, wie sich diese Hunde so in Wirklichkeit präsentieren, einfach auch die Vorzüge dieser Hunde mal zu zeigen und das gesamte Thema Listenhunde einfach auch mal der Öffentlichkeit präsentieren. Ja, die Kisha ist auch ein sehr netter Hund. Was kannst du uns zu ihr erzählen? Ja, die Kisha ist genau eines der Hunde, die in Bayern leider nicht erlaubt sind, also ein sogenannter Kategorie 1 Hund, in dem Fall American Staffordshire Terrier, ist in München illegal gehalten worden und dem Halter weggenommen. Ist jetzt im Tierheim bei uns gelandet und wir versuchen jetzt der Kisha wieder einen neuen Platz zu finden, nicht in Bayern, und hoffen, dass sie dann ein endgültiges Zuhause hat. Vielen Dank, Klaus. Wünsche euch viel Erfolg am 23.07. Liebe Zuschauer, kommen Sie auch vorbei im Tierheim München am 23.07. zum Sommerfest. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Machen Sie es gut, auf Wiederschauen.